Hallo, jetzt kommen wir zu dem Video, in dem es um die gesamten Shirts geht, zu Pokémon. Ja, man muss natürlich immer gucken, Pokémon ist natürlich auch so eine Copyright-technische Sache, genauso wie mit Clash of Clans. Ich habe jetzt nämlich vor kurzem gerade nochmal geschaut, so bei eBay und sowas, was halt über Clash of Clans noch machbar ist, T-Shirt-mäßig, ja, da geht gar nichts mehr. Also da kriegt man dann wirklich so ganz normal mit Times New Roman Schriftart Clash On geschrieben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das will natürlich keiner haben. Also bei sowas dann relativ schnell zugreifen, weil es halt eben teilweise nicht lange gedruckt wird, weil es halt teilweise nicht so ganz erlaubt ist. Hier kommen wir zum Platz 4. Eat, Sleep, Catch 'em All. Hat so eine gewisse Message, sage ich mal. Finde ich ganz nice, aber es geht natürlich definitiv noch besser. Das finde ich auch ziemlich cool, weil, ja, ich sag mal, klar, jeder, der Pokémon kennt, weiß natürlich gleich, yo, okay, klar, Pokéball läuft. Aber ansonsten kann man damit natürlich auch ganz normal auf einer Familienfeier auch mal auftreten, ohne dass man dann gleich von der Oma angesprochen wird, na, was hast du denn dafür ein blödes T-Shirt, sondern das ist einfach stylisch. So sieht's aus. Dann kommen wir zu einer Sache, die ich, die kennt ihr ja garantiert von mir, kleinen Moment. Ihr seht's ja da gerade als Puma verarsche mit dem Pika. Und natürlich bei mir, Pim, ist es schon seit über 10 Jahren habe ich das Shirt schon und ich habe das irgendwann mal bei eBay gefunden und fand das halt so episch und ich muss dazu sagen, das fällt super super vielen nicht auf, dass da gar nicht Puma draufsteht. Die merken das gar nicht und dann so irgendwie nach einer Stunde auf einer Party, da steht ja gar nicht Puma. Alter, richtig, da steht Pim. So sieht's aus. Und ja, wie gesagt, da mit Pika und das finde ich ziemlich geil, das finde ich richtig geil, aber jetzt kommt noch der Oberknüller meiner Meinung nach, das ist so, ja, das Beste, besser geht's eigentlich nicht, ganz ehrlich, besser geht's nicht, jeder kennt das Akkuproblem, sage ich jetzt mal, wenn man Pokémon Go am Spielen ist auf jeden Fall und das passt wie Arsch auf Eimer. Aber ich habe natürlich noch eine zusätzliche, die kann man aber, glaube ich, nicht irgendwo kaufen. Fand ich ja trotzdem ziemlich lustig, die zeige ich euch jetzt. Ansonsten bei den anderen Shirts natürlich Link unten in der Videobeschreibung. Die sind, das sind Affiliate-Links, also das heißt, ihr müsst dafür nicht mehr bezahlen, wenn ihr über diesen Link bestellt. Ich bekomme aber trotzdem eine Provision von Amazon. Bloß, dass ihr Bescheid wisst, ich habe da keinen Grund, das irgendwie zu verheimlichen oder sowas, kann ich ohne Probleme offenlegen. Das passt. Also wie gesagt, wenn euch da was gefällt, einfach mal in die Tasten hauen. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.